Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Dani 27 TV, zu einer weiteren Folge hier im LS17 auf der Hagenstedt. So, wir waren hier stehen geblieben beim Kruppan. Hier im Single-Player-Modus. Das machen wir natürlich erst noch fertig. Wow, wie schräg er steht, ne? Geil. Ja, und dann werden wir heute eine Feldmission machen, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen, dass wir uns dann auch ein neues Feld leisten können. Auf jeden Fall werden wir hier dieses Feld dann ernten, das Maisfeld als Feldmission. So. Mal gespannt, wie zügig wir das dann ernten können. Aber erstmal müssen wir unser Feld natürlich fertig machen. Und dann kommt der nächste Bauer dran, ja? So. Gucken, wie das dann mit dem Abfahrer dann hier funktioniert bei dem. Gucken jetzt hier. Und dass ich mich auch noch um Abfahrer kümmern muss. So. Ab dafür. Oh, hier haben wir noch einen stehen. Nur nochmal langfahren. Schließlich wollen wir hier ein ordentliches Feld haben. So, gib ihm. Aber ich finde dieses MF war echt Respekt an Black Sheep. Das hat er echt super gemacht. Auch jetzt so der Holzhänger, ne, den er gemacht hat, dieses Abkippen ist einfach toll. Wahnsinn. Ah, jetzt haben wir es aber geschafft. So, tun wir den jetzt hier weg. Mal gucken. Haben wir überhaupt einen Hänger? Ja, warte mal. Ah. Ich weiß, wo er steht. Noch hier unten. Genau, das war ja da, wo wir das Holz verkauft haben. Und das hier mit dem Hänger ausprobiert haben. Da haben wir hier Getreide. Ne, Getreide haben wir weggefahren, ne? Oder war das das Holz? Ne, es war das Holz. Holz war es, genau. So.
Engine auf. Falls wir nämlich keinen Abfahrer haben, dann haben wir nämlich unseren Hänger. Herrlich. Oh, ein schönes Sonnenblumenfeld. Auch schon erntereif. Mal gucken, wie weit wir jetzt in der Folge kommen mit dem anderen Feld oben. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge unter das Sonnenblumenfeld als Mission mal machen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir ein paar Missionen machen sollen zwischendurch oder ob wir alles mit dem einen Feld, was ich jetzt habe, versuchen soll zu erwirtschaften. Gespannt hier. Ach, Tor ist ja sogar offen. Sehr gut. So. Ihr Lieben, wenn wir mal gucken jetzt hier auch. Aber werden die Ehren überreif und verlieren an Wert. Das sind ein kleiner Preis dafür, um das zu verhindern. Aha, okay. Warnung. Missionsfortschritt wird beim Speichern oder Beenden nicht mitgespeichert. Okay. Wow, da haben wir aber einen großen Trescher bekommen. Wahnsinn. Ne, so wollte ich. Wow, da wären wir hier ratzifatzi, ey. Und los geht's. Aber cool, die der Kill ist, muss man sagen, ja. Das ist nicht schlecht, das Ding. So, wollen wir mal schauen. In fast eine halbe Stunde hätten wir Zeit. Werden wir wahrscheinlich dann auf zwei Folgen packen müssen. Aber es läuft. Läuft gut an. Ah, herrlich. Wie ist das Wetter bei euch, Leute? Bei uns ist es schon wieder scheiße bewölkt. Heute Nacht gab es schon wieder hier Gewitter. Gestürmt hat es wie die Sau. Hammer, die erste Bahn schon zügig fertig gemacht. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir sogar noch alles in einer Folge, ey. Das wäre ja geil, ne? Wenn es hinhaut, wäre das mega nice. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das Korn irgendwie behalten können oder nicht. Mal gucken.
schon lange nicht mehr so einen großen Drescher gefahren. Das ist halt immer nur die kleinen, ne? Hat auch mal was. Mal gespannt jetzt, wenn der LKW rauskommt von dem Black Sheep und die neue Karte und auf den Bagger bin ich ja sehr gespannt. Da bin ich richtig gespannt drauf. Wir werden ihn hauptsächlich, denke ich, mal im Forst einsetzen. Und da bei den Kühen für Mist, denke ich mal. Aber erstmal muss er soweit sein, ne? Ah, herrlich. Alles läuft gut. Das ist eine dritte Bahn jetzt, ey. Respekt. Und so mega ist das Feld nicht. Zeit, wo das werden wir viel falsch schaffen. Was der Bonus ist, ne? Jetzt haben wir gleich die 50% schon voll. Wow, da betanken auch. Ich glaube, wir müssen tanken ab. Naja, cool, wenn wir das behalten können. So. Und weiter geht's. Nein, das läuft wirklich zügig. Wirklich zügig, ja. Jetzt haben wir schon diese 52, bitte. Ah, ich bin mal gespannt, wie das dann ist. Boah, und draußen geht schon wieder der Wind bei uns, ey. Aber gestern hat es richtig gestürmt, ey. Und heute ist auch schon wieder richtig ekelhaft windig. Das ist der Wahnsinn, ey. Hupe geht, krieg mal Licht, Licht geht auch. So. Perfekt. Und ist auf jeden Fall echt coole Arbeit. Ja, also wir haben schon über die Hälfte. Das ist geil. Jetzt guckt die Sonne gerade ein bisschen durch. Es blendet ein bisschen auf dem Fernseher. Ja, ich bin heute nicht ganz so redefreudig, wie es vielleicht auffällt, dadurch, dass ich noch Halsschmerzen habe. Aber ich bin trotzdem auf.
Weil das habe ich mir nicht nehmen lassen. Waren fertig. Ja, nice, Leute. Nice, nice. Einfach geil. Dieses Zügige ist echt nice. So, aber hier machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Reinschalten, euer Rami27V. Tschüss, bis gleich.